herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die geile Unbox von MC Fitti. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. MC Fitti mit Gylon, das Ganze aus dem Jahr 2013. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, es ist das Debütalbum von MC Fitti. Wir haben hier eine Box in pinker Maueroptik. Und auf der Oberseite, auf dem Cover der Box, haben wir hier den goldenen Schriftzug MC Fitti. Darüber lesen wir noch MC Breaker DJ. Dann haben wir hier das Gesicht von MC Fitti mit der klassischen Sonnenbrille und einer Kappe. Dann hier unten lesen wir Hashtag Gylon Special Edition MMX111. Also 2013 römische Zahlen. Ja, so sieht das aus. Ansonsten hier außenrum pink, auf der Seite lesen wir auch nochmal MC Fitti und auf der Rückseite wieder diese Maueroptik, die Beteiligten und ein Barcode. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. Das Ganze ist eine reguläre Clubbox und wir kommen zum Inhalt. Wir haben hier einmal, ach du meine Güte, wir haben hier einmal ein Shirt. Ja, so, also wir haben hier einmal ein Shirt mit dabei. Und unfassbar viel Konfetti. Also ihr seht, die Box ist voll damit. Begräbt die anderen Boxinhalte. Wir haben hier dann noch mit dabei einen Patch. Das ist dann wohl ein Stickerbogen, ja, sieht so aus, ein Stickerbogen, ein Poster, so, wir probieren mal die meisten Konfettis hier drin zu lassen und dann haben wir auch noch das Album, das sieht so aus. Gut, also, es sind sicher die ein oder anderen Konfetti Brösel und Schnipsel hier mitgekommen, aber ich glaube, den Großteil haben wir doch nach wie vor in der Box. Ja, ist natürlich auch ein Boxinhalt, also damit kann man eine Menge anstellen mit diesem ganzen Zeug hier, mit diesen Konfettis. So, wir packen die Box mal zur Seite und dann starten wir wie immer mit dem Album an sich. So sieht das aus von der Optik, genau auch wie das Boxcover. So, hier wieder in dieser Maueroptik und dann hier das Pool mit den Delfinen und der MC Fitti Fresse in der Mitte. Auf der Seite lesen wir zwei CDs, Gylon MC Fitti und auf der Rückseite die Tracklist. Doppel-CD plus Instrumentals, 22 Tracks sind hier mit drauf und wir haben hier ohne Ende Features. Also wir haben Features von Udo Zwackel, Moon Boutica, Felix Brummer, Bonnie Strange, Vokal Matador, Masimoto und Yen. Ja, dann hier wieder Beteiligt und Barcode. Dann würde ich sagen, schauen wir rein. Als erstes kommen wir zum Booklet. Aber wir haben hier auch noch einen Flyer. Die Hits und Brummer Tour 2013. Gehe ich mal stark davon aus, auch wenn hier nicht steht. Okay. Ja, also nachdem das hier im Oktober war und das Album 2013 erschienen ist, gehe ich mal stark davon aus, dass die Tour auch 2013 war. Dann haben wir hier den guten Fitti nochmals abgebildet auf dem Booklet. Und so sieht das aus. Also wir haben hier Fotos bzw. Illustrationen, so Artwork. Dann die gesamte Tracklist mit den Infos, wer Musik und Text beigesteuert hat. Dann geht es hier weiter. Dann die ganzen Publisher, dann nochmals die Credits zum Album und hier geht es dann weiter mit einzelnen Tracks, beziehungsweise, nein, was lesen wir hier, Medienwasser. Ein Glas je nach Handgröße mit 2 bis 4 Fingerbreit Wodka und Mineralwasser, mit so viel Kohlensäure wie möglich bis zum Rand auffüllen,
Falls zur Hand mit Zitronenscheiben und Eisdesignen, geht aber auch ohne. Okay. So, was haben wir hier? Falls jemand vergessen wurde, bitte hier nachtragen. Okay, Danksagung. Ja, also ein sehr ungewöhnliches Booklet. Dann haben wir noch die Internetauftritte und Social Media von MC50. Zusätzlich die Bonustracks, die sind nicht im Booklet, die hat man hier dann so reingedruckt ins Innenleben dieses Digipacks. So, einmal der Flyer, opa, einmal der Flyer und einmal das Booklet wieder zurück. Und so sieht dann das Ganze hier von innen aus. Also auch hier wieder Geilon, MC50 zu lesen. Dann kommen die beiden CDs. Das ist hier einmal das Album. Geilon in der Limited Deluxe Edition. Und rechts daneben haben wir eine weitere CD und das sind hier die Instrumentals. So sieht das aus. Gut, also zwei CDs, 22 Tracks, wie gesagt, auf dem Album. Dann haben wir ein Poster mit dabei. Im Querformat. So, sieht nach wildem Graffiti. Mischmasch aus. Wir haben hier ohne Ende Schriftzüge, Tags und natürlich auch MC50 hier abgebildet. Ja, das Ganze in Schwarz-Weiß kann man eventuell dann auch noch irgendwie farbig gestalten. Also hier ist echt einiges los auf diesem Poster, einseitig bedruckt im Querformat. So, packen wir wieder zusammen und kommen direkt zum nächsten Boxinhalt. Das ist dann hier ein Stickerbogen. Der sieht so aus, kommt auch im Querformat. Und hier haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Sticker, wenn ich jetzt richtig gezählt habe. Also MC50-Schriftzug, Geilon-Schriftzug, aber auch hier ein abgewandeltes MTV-Logo, MC50 Television. Natürlich nochmal die Fratze von MC50 und weitere Logos bzw. so Grafiken. Ja, ein Stickerbogen. Dann ein Patch, der kommt hier kreisförmig. MC50 2013 Berlin mit dem zensierten Einhorn. Ansonsten hier diese Zierleiste, so etwas Versace ähnlich. Und als letzten Boxinhalt haben wir dann noch ein Shirt mit dabei. Dieses Shirt kommt in Weiß. Und hier haben wir dann wieder das MC50-Logo, dieses MTV-ähnliche Logo in Türkis und Rosa. Auf der Rückseite ist das Ganze blank weiß. Und wir haben es bei diesem Shirt zu tun mit einem B&C Exakt 190 in der Größe L. Und das Ganze ist 100% Baumwolle und made in Bangladesch. Grüße gehen raus. So, wir packen das Shirt wieder zusammen und kommen zum Abschluss noch einmal zur Zusammenfassung, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Shirt in der Größe L war meines Wissens Unisize, also konnte man sich nicht auswählen in der Größe. Dann haben wir den Patch kreisförmig, den Stickerbogen mit, wie viele waren es? Ich glaube 12. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ja, ich glaube 12 Stickern. Das Poster einseitig bedruckt im Querformat. Und natürlich das Album an sich, Geilon im Digipack mit 22 Tracks plus Instrumental-CD. Und nicht zu vergessen, ohne Ende Konfetti hier in dieser Box. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box. Geilon von MC50. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr MC50 unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.